So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing-Video für euch vorbereitet, wenn Adi aufhört, den Wasserhahn zu fressen. Denn ich habe wieder zwei Pakete bekommen. Bei dem einen weiß ich schon, was drin ist. Bei dem anderen auch, ne? Die habe ich nämlich diesmal selber bestellt. Und jetzt möchte ich euch gerne mal zeigen. Erstmal die große Box. Die große Box machen wir jetzt mal auf. Dazu nehmen wir uns die Schere, hoffen, dass der Adi nicht wieder alles umwirft. Er balanciert nämlich jetzt hier auf der Heizung, wo die Kamera steht. Schlitzen einmal hier rein, schlitzen einmal auf der anderen Seite, schlitzen einmal quer drüber. Der Postbote war auch wieder richtig genial. Das war extra so ein Amazon-Typ, ne? Die kommen da immer an und er redet einfach kein Wort. Du sagst Hallo und er... Dankeschön. Dann geht er die Treppe runter, guckt nochmal hoch. Weiß ich nicht, entweder hat er mich nicht verstanden oder er hat einfach keinen Bock gehabt oder er ist nach dem Motto nicht zu viel des Guten, hat er sich auf jeden Fall dezent zurückgehalten. Jetzt machen wir hier die Box auf. Wir sehen schon zwei fette gelbe Pakete. Und der Rest fehlt, oder was? Hä? Jetzt muss ich mal hier schauen. Ist unten drunter. Wir haben nämlich ein Paket Samyang Bulldog Cheese. Der große Samyang-Test. Jeden Montag teste ich ein Samyang Bulldog Paket Cheese. War das erste. Und das hat mir so gut geschmeckt. Das ist seitdem einfach meine Lieblingssorte. Finde ich so genial. Hab das auch in der Wishlist, also in der Amazon-Wunschliste, in der Beschreibung ganz nach oben gepackt, diese Sorte, habe ein paar andere Sorten sogar rausgenommen, damit wenn jemand mir eine Freude machen will, er mir diese Nudeln immer bestellen kann, mitschicken kann, dass ich mich den ganzen Tag nur noch von Samyang Bulldog Cheese ernähre, weil die einfach so genial sind. Habt ihr die schon mal getestet? Wenn nicht, macht das einfach mal. Die sind zwar feurig scharf, aber haben trotzdem einen richtig genialen Geschmack. Gleichzeitig habe ich noch ein zweites Pack. Und warum ich jetzt so viele Nudeln habe und die selber bestellt habe, hat den Hintergrund, dass Pupsi nämlich einen neuen Duschvorhang gebraucht hat. Und jetzt kannst du mir mal hier den Duschvorhang bestellen, sonst sieht mich immer jeder, wenn ich nackig unter der Dusche stehe und alle gucken. Und deswegen möchte ich nicht, dass man mich immer sieht. Also bestell mal bitte den Duschvorhang von Wet Rixel Shower Surday Liner. Wie Ford Better Life, ne? Mit einer Dusche, mit einem Duschvorhang. Und da hätte ich jetzt Versandkosten bezahlen müssen, da war ich so knauserig. Dadurch, dass ich zwei Samyang-Nudelpakete mit dazu genommen habe, habe ich den Versand gespart und habe gleich Samyang-Nudelpakete. Also macht ihr das auch immer so, schreibt es mal rein. Den packt man zur Seite, den muss ich Pupsi nachher geben. Der ist wichtig, weil den braucht sie ja zum Duschen. Adi geht einfach aufs Klo. Adi, Schatz. Ja, wir lassen den Adi jetzt in Ruhe mal sein Geschäft machen. Und wir kommen auch zum Geschäftlichen, denn ich habe ja noch einen zweiten Karton übrig. Das ist das hier. Und das fand ich richtig cool. Weiß ich nicht, wieso ich nicht eher darauf gekommen bin. Ich bin doch so ein Horror-Fan-Film-Fanatiker. Habe mir jetzt die ganzen Halloween-Teile noch nachträglich nochmal besorgt. Auch den ganz neuen im Kino, der da war letztens erst. Wo ich enttäuscht war im Kino, jetzt habe ich den nochmal geguckt zu Hause und fand den plötzlich viel besser als damals im Kino. Die Jason-Box habe ich mir bestellt mit den ganzen Jason-Teilen drin. Und dann habe ich gedacht, was ist jetzt neu gewesen im Kino? Was ist letztens im Kino gelaufen? Überall Candyman. Kennt ihr den Candyman, ja? Der von Tony Todd früher gespielt war, den ihr vielleicht kennt von Hatched oder den ihr kennt von Final Destination. Aber ursprünglich gab es früher mal drei Filme vom Candyman. Und es irgendwie ich auch anders in Erinnerung hatte mit Bauern, Liebespaar, Schwarz-Weiß, nicht geduldet, Rassismus, Hand abgehackt, mit Honig beschmiert, Bienen zerstochen, irgendwas. Und da hieß es, ein Rentner geht im Viertel Süßigkeiten verteilen und wird dann erschossen. Richtig krass. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, musst du dir mal zulegen, weil die alten Filme sind ein Klassiker. Und da es die jetzt auch auf Blu-ray gibt und die richtig cool und fetzig aussahen, habe ich mir die mal besorgt. Wir haben hier nämlich jetzt den Original Candyman
nach der Kurzgeschichte von Clive Barker oder Cliff Barker, Candyman, das Original, uncut, man, es sieht halt, das blendet hier die ganze Zeit, unrated auf Blu-ray-Disc, über 2 Stunden Bonusmaterial, 3 Audiokommentare, Wendecover mit alternativem Artwork, ihr seht hier schon den Mann mit der Hakenhand, richtig brutal, wagen Sie es ja nicht, seinen Namen 5-mal auszusprechen. Auch hinten drauf, ich weiß nicht, ob man das zeigen kann, aber da sieht man ja nicht viel. Der Film ist halt richtig alt, der ist vielleicht manchmal richtig stumpf, aber irgendwie haben so alte Filme ihren Charme. Habt ihr den Original Candyman schon mal gesehen? Schreibt's mal in die Kommentare. Und dann habe ich gesehen, wir haben auch noch Candyman 2, die Blutrache. Und da hat sie so eine Biene an der Schnute. Guckt euch das doch mal an. Hinten drauf sieht man das dann nochmal. Nach einer Geschichte von Horrorpapst Clive Barker, inszenierte Oscar-Preisträger Bill Condon von Die Schöne und das Biest, die großartige Fortsetzung des Horrorhits Candyman. Natürlich wieder mit dabei Tony Todd, Night of the Living Dead als legendärer Schlitzer, Daniel Robitaille, also mit dem Namen habe ich noch nie was gehört, ist hoffentlich auch ungeschnitten. Ich sehe dir nochmal Frau Bademandel, Haken, Hand, sieht aus wie Captain Hook, Mann mit Bienen. Das ist hier so ein Pappschuber. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn man den Pappschuber abmacht und dann da reinguckt, wie dann die Blu-ray aussieht. Denn das, die ist hier richtig fett. Die wirkt irgendwie viel dünner, obwohl noch eine Pappe drum ist. Nachdem wir also Candyman's Fluch. Seit wann hat er einen Nebentitel dabei? Nachdem wir Candyman und Candyman 2 haben, braucht es natürlich auch Candyman 3. Den haben wir hier, guck. Candyman 3, Day of the Dead. Final Destination, Wishmaster the Crow. Tony Todd, man kennt ihn, uncut. Und hier, da habt ihr auch Bilder drauf. Hier seht ihr nämlich den Tony Todd mit seiner Hakenhand. Hier seht ihr den Tony Todd sein Opfer tun und hier steht er einfach mal da und macht die Arme auf. Ich sag's euch, deutscher Trailer, englischer Trailer, Filmografien, ungeschnittene Fassung, NSM Records. Joa, Candyman 3, Uncut, Candyman 2, die Blutrache und Candyman, das Original, beziehungsweise Candymans Fluch. Sieht alles komplett unterschiedlich aus. Fehlt jetzt nicht mehr in meiner Horrorsammlung. Muss ich mal gucken. Pupsi wird eh wieder sagen, die Filme sind ihr zu alt. Aber das sind Klassiker. Wenn ihr die kennt, wenn ihr die schon mal gesehen habt, schreibt's mal rein. Schöner Filmabend, Candyman, alle 3 Teile und Bulldog Cheese Nudeln. Was will man mehr? Zum Beispiel Ton in seinen Videos, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wer eine der letzten Folgen Ramses Minus gesehen hat, der weiß Bescheid. Wenn du eine Stunde aufnimmst und dich beschwerst und machst und tust und dann hat das Video gar keinen Ton. Und das weißt du aber erst, nachdem du es hochgeladen hast und die Leute alle drunter schreiben, man hört dich nicht. Nur weil der PC ein Update gemacht hat, kurz bevor ich das Video aufnehmen wollte und dieses Update das Mikrofon disconnected hat, ich das nicht gemerkt habe, habe einfach geredet die ganze Zeit. Ist egal, ist schwachsinnig, lass mal weg, passiert, ne? Hier, Babbe ist am Start. Babbe kommt dahinter, Adi wartet auch schon, der hat Suppe bekommen, die will er aber nicht und deswegen muss er jetzt hier aussitzen, bis die Suppe leer ist. Das war's von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.